Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Wie geht's euch heute? Ich hoffe, ihr seid gut drauf. In der letzten Zeit habe ich sehr viel Inspiration und die möchte ich mit euch teilen. Egal ob Wind, ob Regen, ob Schnee, ob Sonne, völlig egal. Wichtig ist, dass das raus muss. Und freue mich über eure Feedbacks. Es gibt ja so einen Spruch aus der ehemaligen DDR von den Parteibonzen, die gesagt haben, den Kommunismus in seinen Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und die gleichen Esel mit den gleichen Kahnen sind massiv unterwegs. Als Teil der Parlamentsfüllmasse, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch. Und die merken es noch nicht mal. Also ich habe es nie verstanden, weil das ist eine hochgefährliche Sache, dass dieses Experiment, ich sag mal Marxismus, Kulturmarxismus, Kommunismus, hat ja nicht funktioniert. In der DDR haben wir es gesehen, wir haben es in Russland, also in der Sowjetunion gesehen, wir haben es in China gesehen, wir haben es in Kambodscha gesehen. In der Sowjetunion damals unter Stalin sind Millionen von Menschen getötet worden, abgeschlachtet worden in Arbeitslagern, einfach bloß weil sie eine andere Meinung hatten. Also Meinungsterror, Inhaftierung gehen dort einher. Ich sag nur Pol Pot in Kambodscha, 2 Millionen Menschen sind umgebracht worden, einfach nur so, weil sie eine andere Meinung hatten, teilweise Brillenträger. Denen wurde auch unterstellt, dass die letztendlich auf der anderen Meinung, keine Kommunisten waren, auf der anderen Seite standen. Und in China, sage ich nur, unter Mao Zedong, 2 Millionen Tibeter, die den ganzen Tag nur oder Omani Padme Hum gesagt haben, wurden umgebracht, 50.000 Klöster abgerissen. So, also das ist jetzt Vergangenheit. Ich habe nicht verstanden, bis heute nicht verstanden, dass die gleichen Typen wieder mit der gleichen Ideologie um die Ecke kommen und Klößchen Schwab mit seinem WEF, du wirst nichts besitzen, ist ja das kommunistische Prinzip, was letztendlich genau das sagt. Ihr seid ja frei. Ihr wohnt ja alle zusammen in der WEG, habt zwar gearbeitet, aber wo wohnt ihr denn? Wem gehören die Wohnungen? Wem gehören die Häuser? Das ist natürlich in dem Fall völlig egal. Und wenn wir uns das mal anschauen, nehmen wir mal jetzt aktuell Fall Deutschland, Thüringen, das ist eine Wahl. Mir ist heute noch ein Rätsel, wie so ein Typ namens Rammel oder überhaupt der Name ist ja schon Programm, aber dass der überhaupt noch rumrennt. Also Fakt ist eins, wir hatten eine Wahl im Jahre 2020, Kemmerich bekannt, FDP, mit den Stimmen der AfD, CDU, wurde der Mann abgewählt. Also nicht Kemmerichs, sondern er ist Ministerpräsident geworden. Und was ist passiert? Mutti Merkel, Bilderberger Teilnehmerin, von der Seitenlinie, wurde wieder zurechtgerückt. Also sie selber wurde zurechtgerückt. Die meisten haben gedacht, aber die mächtigste Frau der Welt, die hat gar nichts zu melden, aber man denkt, die hat was zu melden als Hauptmarionette. Die hat gesagt, geht ja gar nicht aus dem Ausland heraus, da muss interveniert werden. Und die haben alle mitgemacht und keiner denkt drüber nach. Und dann wurde gesagt, ja, aber dann machen wir neue Wahlen. Aber dann kam Corona unmittelbar danach, wie wir ja wissen. Keine Ahnung, 1-2 Wochen danach. Und wegen Corona konnten wir keine Neuwahlen machen. Und dann rennt da jemand rum, der sich Ministerpräsident nennt und aufspielt. Und so ist es eigentlich überall, ob in Berlin bei uns, wo Wahlbetrug stattgefunden hat. Das ist ja mittlerweile, gehört ja zum guten Ton, also zu lügen, einen Doktortitel zu haben, der aber quasi abgeschrieben worden ist. Also das ist jetzt mittlerweile die Maßgabe schlechthin, um überhaupt politisch agieren zu können. Aber wichtig ist, dass immer wieder diese Gramkämpfe sind. Also na, wer was dagegen sagt, ist ja rechts. Da geht es ja gar nicht mal um richtig oder falsch. Nee, du sagst was dagegen, weil es gibt ja nur, wie gesagt, eine Meinung und weder Ochs noch irgendwas hält überhaupt hier unsere Meinung auf. Wichtig ist aber, und das ist entscheidend, dass es eine globale Sache ist. Ich sage nur Dänemark 2000, da ging es da um die EU, um die Einführung des Euros. Da gab es eine Volksabstimmung, 53% waren dagegen. Was ist passiert? Da wurde nochmal abgestimmt. Und nochmal, und nochmal. Und Dänemark ist nicht das einzige Land, beispielsweise. Es gibt eine Agenda, das ist für viele relativ schwer zu verstehen. Ist aber so, weil ich immer gesagt habe, es gibt Theaterbesitzer, die haben aber schon immer existiert. Die gleichen Theaterbesitzer am Ersten, Zweiten Weltkrieg finanziert. Weil wenn du kein Geld hast, wie willst du das machen? Also wie soll nach dem Versailler Vertrag, wo Deutschland überhaupt gar nichts hatte, wo soll denn Geld herkommen? Von wem kommt denn eigentlich das? Ja, um Gottes Willen, das ist jetzt gefährlich jetzt. Da darfst du nicht ansprechen. Wie kann ein Land, so wie Deutschland, jetzt so was hoch verschuldet ist, wie können wir uns überhaupt beteiligen, wenn wir sagen, wir nehmen mehrere Milliarden für die Ukraine, wo kommt das Geld eigentlich her? Ja, aus dem Staatshaushalt. Aha, und wo ist der? Wir sind da verschuldet. Wenn du kein Geld hast, wir haben eine Neuverschuldung, muss man machen. Ah, bei wem denn eigentlich? Und darüber wird nicht gesprochen. Und das sind die entscheidenden Punkte. Deswegen ist das letztendlich nur Augenwischerei. Ob da irgendeiner was sagt im Parlament, ist jetzt völlig uninteressant. Wichtig ist eins, das Thema mal zu verstehen, dass wir alle Menschen sind, ist klar. Ich möchte um Gottes Willen hier nicht teilen. Ich rede auch mit jedem. Aber viel wichtiger ist, wir haben eine Kraft, die ist in uns drin, die ist viel größer. Nennt man Gott, der göttliche Funke, Teil der Schöpfung zu sein und so weiter. Und genau das ist ja die Gefahr. Weil wenn du so denkst, wenn du sagst, du hast in dir etwas,
Da brauchst du keine Autorität, keine äußere Autorität. Warum denn? Warum soll ich denn irgendwelchen Leuten zuhören, die überhaupt nichts auf der Reihe kriegen? Also als Beispiel, die mir erklären wollen, wie ich jetzt ein Haus baue, sind weder Maurer, sind welche Architekten, gar nichts. Sondern sind vielleicht Kinderbuchautoren oder irgendwas. Oder haben noch nicht mal irgendwas gemacht, haben irgendwas studiert und abgebrochen teilweise und kommen um die Ecke und erzählen uns, was wir zu machen haben. Und das ist ja mittlerweile gang und gäbe in der Politik. Ich habe es ja schon mal gesagt, im Sport wäre undenkbar. Wenn du ein Loser, der nichts auf der Reihe kriegt, der gar nichts, ist aber der Trainer der Nationalmannschaft oder von anderen Vereinen. Da geht es nochmal darum, muss ein guter Typ sein, der muss was erreicht haben und der muss was darstellen, als Vorbild sein. Und bei der Politik sind auch Gegenteile der Fall. Also da ist, muss man sich mal vorstellen. Im Privatleben sagst du, okay, ich spare, bin sparsam, habe so und so viel Geld auf dem Konto, weil ich sparsam bin, nachdem ich ungefähr 80% direkte, indirekte Steuern schon bezahlt habe. So, da ist es aber genau umgedreht, umso höher die Verschuldung, umso mehr quasi gegen die Bevölkerung gearbeitet wird, umso mehr werden die gefeiert. Es gab mal Zeiten, da hat Friedrich II., der ist noch mitgeritten, der war noch mit auf dem Schlachtfeld und auch andere, die haben wirklich fürs Volk dagestanden. Und da sind wir meilenweit von entfernt und deswegen ist es wichtig, sich mit all diesen Dingen zu befassen. Und gerade im Bereich Kulturmarxismus gibt es ein Buch, kann ich euch wärmstens empfehlen, werdet ihr so gut wie gar nicht finden, weil Amazon hat es nämlich verboten. Auch da muss eingehen, Kulturmarxismus, eine Idee vergiftet die Welt, von Benjamin Kaiser, lebt selber in Wales, der Mann, mega Buch. Steht genau drin, wie das alles durchgezogen worden ist, also wie diese Ideologie über Jahrzehnte durchgezogen worden ist, bis in die Parlamente rein. Also genau das, was wir haben, beschreibt er. Wir haben natürlich im Shop bei uns das Buch aufgenommen. Wie gesagt, nirgendwo kriegst du das, weil wir der Meinung sind, das verbotene Wissen. Und dafür stehen wir und stehe ich sowieso, ihr kennt es von meinen eigenen Büchern, damals, Jahrhundertlüge beispielsweise, dass wir über diese Dinge reden. Also ich kann euch nur raten, fangt an, euch mal mit all diesen Dingen, vielleicht wisst ihr natürlich schon, auseinanderzusetzen, und zu erkennen, das große Bild dahinter und nicht, ob der jetzt gewählt wird, ob der das macht, ob der das gesagt hat, ist völlig uninteressant. Warum soll ich darüber debattieren, wenn bei irgendeinem Film gerade, der eine Rolle spielt, der aber gerade das Manuskript von jemand anders bekommen hat, die Rolle, die er spielen soll. So, natürlich ist es so, ich will das nicht unterstellen, das, in einer kleinen Politik, da gibt es wirklich Menschen, die machen das gerne und die machen es wirklich so wie Pfadfinder von klein auf, die sagen, wir sind dabei, die hängen die Wahlplakate ran, ist ja alles okay. Fakt ist aber eins, guck dir die große Pyramide an, im oberen Bereich sind sie alle eins. Die findest du überall, bei der Atlantikbrücke, Bilderberger, Menschensicherheitskonferenz und auch an anderen Organisationen. Oben sind sie, ist alles eins, nur alles eins. Aber diese Typen, die findest du in der Regel nicht in den Parlamenten. Es sei denn wie bei Bush, da ging es nicht anders, er war ja nicht der Hellste. Jeder hat gesagt, ja mal, wie kann jemand Präsident werden, schwerreiche Familie, George Bush, Vater war CIA-Chef unter Ronald Reagan, war selbst Präsident, hat 1990 die neue Weltordnung ausgerufen, also wirklich mächtige Leute bei Scala & Boons, bitte mal mit befassen oder bei mir im Buch nachgucken, die Jahrhundertlüge, Geheimorden, wo die in Yale Universität sitzen, die Jungs, hochspannend, was die so alles abziehen, das war ganz andere, die entscheiden, was wir zu machen haben, aber doch bitte nicht irgendein Typ, der hier im Parlament sitzt, egal wo der drin sitzt, was soll der machen, wie soll das funktionieren? Ich habe es ja beim letzten Video erzählt, damals mit Österreich, da wird einfach mal interveniert von hier auf gleich, als FPÖ unter Haider damals mit in die Regierung kam. So. Deswegen ist es viel wichtiger, zu sagen, hey, ich brauche nicht im Außen irgendwas suchen, sondern ich habe es in mir. Ich fange an, mich zu vernetzen mit Gleichgesinnten und trotzdem die Meinung des anderen zu akzeptieren. Darauf kommt es an. Und das ist der erste und große Schritt aus meiner Sicht. In diesem Sinne wünsche ich euch mit schönem Wind im Hintergrund einen schönen energetischen Resttag. Alles Liebe, euer Heiko.